Nach einer langen, manchen würde sagen elendlangen Suche, hat die SPD endlich zwei neue Parteivorsitzende. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind am Freitag mit guten, im Falle von Walter-Borjans sogar sehr guten Ergebnissen, von den Delegierten des Berliner Parteitags gewählt worden. Die entscheidende Frage aber ist ja nun, bringt das Ruhe in die Partei und wird die SPD in Zukunft wieder erfolgreich sein, in Umfragen und auch in Wahlen? Daran kann man einigen Zweifel haben. Denn zwar bringt das Wahlergebnis Esken und Walter-Borjans einiges innerparteiliches Standing, doch ist die Ruhe, die jetzt herbeigeführt wurde, eine oberflächliche Ruhe. Denn weiterhin haben sich Esken und Walter-Borjans sehr kritisch zur Großen Koalition geäußert. Gleichzeitig wollen sie aber in Verhandlungen treten mit der Union. Vor allen Dingen über die schwarze Null wollen sie reden und auch über das Klimapaket. Es ist also unklar, wer sich im Endeffekt durchsetzen wird, wenn diese Verhandlungen abgeschlossen sind. Die GroKo-Kritiker, die immer noch eine große Gruppe stellen, oder die Befürworter der Großen Koalition. Das Signal dieses Parteitags ist also eher ein verhaltenes Weiter so und wir schauen mal und wir verhandeln noch mal nach. Auf jeden Fall keine Revolution.